Nun möchte ich Ihnen Nathan Kaiser vorstellen. Er ist ärztlicher Direktor der Klinik Eskem in Langenthal. Das ist eine Fachklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, die 1987, also vor 35 Jahren, eröffnet wurde und von Beginn weg eigentlich so ein ganzheitliches Behandlungsmodell, so ein Spiritual-Care-Modell, wirklich im engeren Sinne praktiziert. Nathan Kaiser ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, hat aber immer auch ein Interesse gehabt für Management, Fragen, innovative Lösungen, auch jetzt im Klinik- oder im Medizinkontext. Und ich denke, in diesem Sinne trägt er so ein bisschen beide Seelen in seiner Brust. So ein bisschen die medizinische, die fürsorgliche. Gerade als Psychiater, denke ich, sollte man ein bisschen Fürsorge haben, oder? Und dann aber auch ein bisschen die unternehmerische, die Managementperspektive. Und ich glaube, du spürst das so ein bisschen an deinem eigenen Leib, dieses Spannungsfeld. Und darüber wirst du uns jetzt berichten. Und darüber freue ich mich sehr, bitte dir nach vorne zu kommen. Ja, vielen Dank, René. Herzlich willkommen auch Sie heute. Danke für Ihr Interesse zum heutigen Tag. Ich habe mir Gedanken gemacht im Vorfeld, wie präsentiere ich das Praxismodell der Klinik Eskem. Ich hätte Ihnen ein Modell zeigen können und zeigen, wie erfolgreich das wir sind. Ist es eben nicht ökonomisch, ist es eine richtig große Herausforderung. Und deshalb habe ich den Titel genannt, die Allmende-Tragik. Kurz zu mir eben, René hat schon gesagt, ich bin CEO seit 2018 und ärztlicher Direktor der Klinik Eskem in Langenthal, war vorher bei Medgate, einem Medtech-Unternehmen, das telemedizinische Beratung gemacht hat, habe aber schon im Studium im Paraplegerzentrum in Notwil ICD-10-Kodierung gemacht, habe dort in der medizinischen Informatik mitgearbeitet und habe gemerkt, dass es mich eigentlich interessiert, wie man solche Prozesse im Medizinischen abbilden kann, wie man aber auch die Menschen, die da mitarbeiten, dann mit diesen Systemen gewinnen kann und wie man das irgendwie optimal einsetzen kann für eine gute Patientenversorgung. Das sind ein paar Hotspots aus meinem Leben, die mir wichtig sind. Sie sehen hier oben Charlie Parker, nicht ganz so gut wie er, spiele ich Saxophon sehr gelegentlich. Ich bin seit über 20 Jahren am heiteren Open Air als Notfallarzt tätig. Das ist noch eine der wenigen Tätigkeiten, wo ich wirklich ärztlich tätig bin. Wir sind drei Leute seit 20 Jahren, dasselbe Team. Michael Baumberger von Ihrer Seite aus ganz rechts ist unser Chefarzt dort oben. Er ist Intensivmediziner und Rehabilitationsspezialist in der Mitte, Thilo Schmuck. Er ist Orthopäde und ich bin Psychiater und somit decken wir das ganze Feld der Notfälle am heiteren Open Air ab. In der Mitte sehen Sie ein Bild aus dem Piemont, da reise ich regelmäßig sehr, sehr gerne hin. Ich bin dem Genuss sehr zugetan und damit auch das Bild links, oder das spiegelt so die Gemeinsamkeit, das Abendmahl, Zusammensein mit anderen Menschen genießen zu können. Das bedeutet mir unglaublich viel und das ist so mein Ausgleich im täglichen Leben. Ich habe mit meinem Kollegen Dr. Luca Herzberger vor kurzem einen Vortrag gehalten zum Thema Führungsorganisationen im Spital und den verschiedenen Anforderungen. Und der Titel war Game Over. Das Game Over sehen Sie später noch einmal. Wir haben damals so eine Vision formuliert, was uns wichtig wäre. Also die vernetzten und befähigten Gesundheitseinrichtungen, die einander ergänzen und ein gestärktes Gesundheitswesen bilden, welches fähig ist auf die Bedürfnisse der Patienten, der Gesellschaft und der Arbeitnehmenden sowie die Anforderungen der Zukunft exzellent, flexibel und organisch einzugehen. Und damit haben wir etwas uns auferlegt, worunter ich heute leide, aber auch irgendwie gerne bereit bin, dazu zu leiden. Zur Stiftung Klinik kurz eben, René, du hast es vorher erwähnt, sie wurde gegründet von Freunden rund um den Hausarzt Kurt Platter. Damals gab es auch Abteilungen, du hast mir das erzählt oder du hast es erzählt, wo man in derselben Abteilung einen Patienten hatte mit einem Beinbruch und dann ein akutes Abdomen und dann jemand, der noch etwas Psychisches hatte. Also das war wirklich ganzheitlich. Und auf der Grundlage des biopsychosozialen Modells und die Spiritualität wurde immer als Ressource für Heilung und Gesundheit mit einbezogen.
Hier so einen kurzen Ablauf über die letzten paar Jahre. Richard Hebeisen, mein Vorgänger der Klinik, langjähriger Vorgänger der Klinik, sitzt auch dabei per Remote. Ich muss aufpassen, dass ich nichts Falsches sage. Wir hatten in den letzten paar Jahren, als ich dazu kam, hat der Stiftungsrat entschieden, zu sagen, wir wollen nicht nur am Standort Langenthal bleiben und irgendwo uns verstecken oder sagen, wir sind halt nur ein Nischenplayer, sondern wir wollen sagen, Spiritualität in Behandlung, Pflege hat einen wichtigen Bestandteil, wir wollen das irgendwo nach außen tragen, haben weitere Ambulatorien eröffnet, unter anderem in St. Gallen, in Luzern, in Basel, in Spiez und in Bern selber. Und eines unserer neuesten Babys ist diese Männerinsel, die wir eröffnet haben. Ein einzigartiges Angebot nur für Männer, also eine Abteilung, wo nur Männer unter sich sind. Ich habe mir vor vielen Jahren schon überlegt, wie ist das denn? Es gibt ganz viele Angebote, spezifische psychiatrische Angebote für Frauen, aber es gibt nichts für Männer. Wir wissen, dass Männer etwa dreimal häufiger Suizid begehen als Frauen. Also es ist nicht so, dass Männer gesünder wären. Trotzdem ist es in der Spitalversorgung so, in der Psychiatrie so, dass sie etwa 70% Frauenanteil haben und 30% Männeranteil. Also haben wir uns überlegt, was müssen wir machen, damit Männer diesen Bedarf, den es ja tatsächlich gibt, auch als Bedürfnis wahrnehmen können und zu uns kommen, Schwellenängste überwinden etc. Wir haben jetzt genau vor einem Jahr damit gestartet und ich muss Ihnen sagen, das ist wirklich ein Erfolg im Sinne von, dass wir die Männer ansprechen, dass Männer zu uns kommen und sagen, zum Glück gibt es das, ich bin endlich irgendwo, ich merke, ich bin nicht alleine in meinem Scheitern oder in meinen Schwierigkeiten. So eine kurze Übersicht, was wir machen, neben stationären Angeboten eben auch ambulanten Angebote. Wir haben im Kanton Bern einen Spitallistenauftrag, sind also dort irgendwo ein öffentliches Spital. Wir arbeiten sehr eng mit dem Forschungsinstitut von René Hefti zusammen, wenn es darum geht, Forschung zu betreiben, was wirkt, was ist notwendig, was braucht es und sind auch dort in vielen Kooperationen tätig. Kurz zu dieser eben Männerinsel, ich habe es Ihnen gesagt, das war ein ursprünglicher Versammlungsraum, wo wir unsere Veranstaltung gemacht haben. Wir haben hier einfach versucht, auch aufgrund der Architektur, der Art und Weise, wie wir es vermarkten, wie wir Männer ansprechen wollen. Wir haben da mit Markus Theunert vom Bundesamt für Gesundheit, er ist Delegierter oder Männerbeauftragter des BAG und haben versucht, was braucht es denn, dass Männer so ein Angebot überhaupt annehmen können. Und wir durften im letzten Herbst in Berlin einen Preis abholen für innovative Patientenversorgung. Das hat uns sehr gefreut. Also das sind so die Erfolge. Es hat mich bei der Vorbereitung zum Vortrag immer wieder geprägt, die Aussage von Herrn Frick. Spiritual Care ist die gemeinsame Sorge von Medizin, Pflege, Psychotherapie und anderen Gesundheitsberufen für die Spiritualität kranker Menschen, aber auch für die eigene Spiritualität. Denn hier drin steckt eine große Spannung, die ich als fürsorglicher Psychiater wahrnehmen soll. Und als CEO eines Betriebs, einer Unternehmung soll ich das ausblenden. Das ist meine Spannung, die ich aushalten muss. Eben. Sie kennen das Modell, oder? Biopsychosozial, in der Mitte für uns das Thema Spiritualität, die eine wichtige Rolle spielt, die wir bei jedem Patienten mit einbeziehen, wo wir eine spirituelle Anamnese machen, religionssensibel behandeln und religionssensibel heißt aus meiner Sicht auch, wenn jemand sagt, ich bin Atheist, ich glaube ich nicht, auch das hat etwas mit der Sensibilität für den Menschen zu tun, der zu uns kommt. Und da wollen wir eine Hilfe anbieten. Also so weit, so gut. Alles paradiesisch. Stimmt nicht ganz. Ha? Was hat sich denn geändert? Das ist ein Bild der Papstwahl 2005. Und das ist ein Bild der Papstwahl 2013. Irgendwas hat sich verändert, nämlich wie wir Ereignisse wahrnehmen, wie wir unsere Welt wahrnehmen. Herr Mayo, Sie haben es auch gesagt, oder? Es ist nicht mehr nur, wir nehmen nicht mehr das Ganze wahr, sondern wir nehmen noch Teilaspekte wahr und glauben dann, dass diese Teilaspekte die Realität sind und die Realität abbilden. Im Moment beschäftige ich mich auch mit dem Thema künstliche Intelligenz und ich habe DALI, ich weiß nicht, ob Sie dieses Programm kennen, gesagt, also löse mir doch die Spannung auf und zeichne mir einen Psychiater, einen ökonomisch
orientierten Psychiater im Stile Van Goghs, das kann man so eingeben und dann werden diese Bilder generiert, sind gerade heute Morgen rausgekommen, weil gestern war der Server die ganze Zeit überladen. Oder mache mir so ein Bild von Seelsorgern, Psychiatern im Stile des Isenheimer Altars, der mich sehr fasziniert. Oder auf der anderen Seite mache eine Mischung aus einem Psychiater und einem Seelsorger und irgendwie sieht das dann sehr bedrohlich aus. Wir können ja halten, was wir wollen von künstlicher Intelligenz, aber irgendwo wird das wieder gespielt. Also höchst eindrücklich, oder? Da gibt es keine Vorgaben dazu und das hat es mir so rausgeworfen. Aber was, wo ist denn diese Spannung? Oder wir haben in unserem Leitbild verankert, wir sind für Menschen da, die krank sind oder sich in einer Lebenskrise befinden. Für sie schaffen wir einen geschützten Rahmen, wo Genesung und Veränderung möglich sind. Wir schaffen eine Nische. Und diese Nische, das Bild der ökologischen Nische, finde ich was Spannendes. Ich sage dann aber immer, wir müssen die nach außen mit harten Bandagen verteidigen, damit innen irgendwie so ein Raum von Genesung stattfinden kann. Und dieses Kämpfen mit harten Bandagen, das kostet uns die meiste Energie, das verzehrt mich eigentlich. Und dann bin ich auf die Tragik der Allmende gestoßen. Die Allmend, im Schweizerdeutschen Allmend, das kennen wir alle, das ist so eine Wiese oder eine Ansammlung von Wiesen, die eigentlich dem Allgemeingut gehört und wo jeder Bauer seine Tiere draufbringen konnte, aber er musste dies mit Rücksichtnahme machen, ohne zu viel abzugrasen, weil dann entsteht ein Konkurrenzkampf und im Rahmen dieses Konkurrenzkampfes hat es dann plötzlich für alle zu wenig. Und ich finde das sehr spannend, weil es eben schlussendlich, und den Begleittext dazu habe ich ebenfalls mit ChatGPT, das ist auch sehr bekannt, habe mir gesagt, sag mir, was ist die Tragik der Allmende, fass mir das kurz zusammen, das ist dann das Ergebnis dazu. Und ich glaube halt, das Gesundheitswesen ist eben eine Allmende. Und die Allmende wird eben nicht und soll nicht reguliert werden, weder von der Politik noch von sonst wem, sondern von uns allen Beteiligten. Wir haben Sorge dazu zu tragen, dass diese Allmende nicht abgegrast wird um jeden Preis und jeder sich quasi bereichern will daran oder schauen, dass seine Schafe und seine Kühe möglichst viel Gras haben, weil ich weiß, dass das irgendwo eine begrenzte Ressource ist. Ich habe persönlich auch nichts dagegen, wenn die Gesundheitskosten immer wieder ein bisschen ansteigen, denn ich will ja auch, dass die Versorgung besser wird. Ich zahle, bin auch bereit, dafür jedes Jahr ein bisschen mehr für meinen Internetanschluss zu zahlen, damit ich noch irgendwo 10.000 Kilobyte zusätzlich habe, etc. Also irgendwo finde ich das einen Widerspruch, wo ich sage, nein, ich will eine gute medizinische Versorgung und wenn das ein bisschen mehr kostet, dann kostet es ein bisschen mehr. Aber das ist natürlich auch eine Aussage in einem privilegierten Rahmen. Und gleichwohl weiß ich, diese Wiesen kann man nicht unbeschränkt einfach vergrößern und zur Verfügung stellen. Nun, wie zeichnet sich denn das Bild auf der Allmende neu ab? Also es geht nicht mehr um Bio, Psycho, Sozio und Spirituelles, sondern es geht eben darum, dass wir hier plötzlich unterschiedliche Player haben, die sich dieser Allmende bedienen. Und wenn ich meine Allmende, dann sind das wir, die im Gesundheitswesen arbeiten, das Geld, das Personal, die Mittel, die Medikamente, was uns zur Verfügung steht. Aber da wird von vielen Seiten dran gerissen. Die Politik einerseits, die Patienten, die das vom Gut etwas wollen und auf der anderen Seite die Investoren, die habe ich so gelb markiert. Also natürlich schon stoßen, wenn man sieht, dass heutige Luxusgüterinvestoren im Schweizer Gesundheitsmarkt ganz, ganz wichtige Player werden. Die haben daneben irgendwelche Güter in Bordeaux und in Ungarn, Luxushotels und sagen eben, das ist ein Wachstumsmarkt, der spannend ist, dahin investieren wir. Und da entsteht irgendwo ein Ungleichgewicht. Aber ich muss Ihnen auch sagen, ich bin natürlich auch Investor in dieser Sicht. Ich will meinen Lohn daraus verdienen, ich will, dass die Klinik weiter existiert. Also auch ich zerre von dieser Allmende. Und das führt dazu, dass wir irgendwo in diesem Spannungsfeld sind. Ist es ein Spannungsfeld oder eben am Schluss ein Dilemma? Und das Dilemma, das sage ich meinen Patienten immer, wenn sie sagen, das ist ein Dilemma, sage ich, das Schöne an einem Dilemma ist, sie können es nicht lösen.
Also Sie können nicht davon ausgehen, dass Sie es irgendwie gut lösen. Sie können sich entscheiden für links und rechts, oben oder unten, aber lösbar ist es nicht. Aber was macht das denn mit uns, wenn wir dieses Dilemma spüren, oder? Sie haben es vorhin auch erwähnt, damit ich als fürsorglicher Psychiater meine Arbeit gut machen kann, muss ich in Kontakt treten mit meinen Patienten. Ich muss ihnen zuhören. Ich muss reflektieren, was das mit ihnen macht. Es braucht Zeit. Es macht ja auch etwas mit mir selber. Also wenn ich irgendwo eine traumatisierte Patientin behandle und nebenbei gibt es die ganze Diskussion um Satanic Panic, wo bewege ich mich da? Was ist, wenn die Patientin von Ängsten erzählt, die mir vielleicht sehr nahe kommen? Was macht das mit mir? Das braucht Zeit. Und woher nehme ich diese Zeit, wenn der Algorithmus eben vorgibt, maximal 75 Minuten für ein Gespräch oder 90 Minuten für das Erstgespräch? Wie gehe ich damit um? Das haben wir gehört, oder? Gesundheitsausgaben, die ansteigen, ansteigen und ansteigen. Und dann eben diese Frage, Game over, wie geht man damit um? Ist das irgendwo lösbar oder nicht? Wir haben uns als Klinik und als Klinikleitung damit auseinandergesetzt und gesagt, was treibt uns denn eigentlich an, das zu tun, was wir tun? Und da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Ich treibe Sport, weil ich es spannend finde, oder ich renne vor irgendetwas davon. Oder anders formuliert, es gibt die Möglichkeit, aus Angst etwas zu tun, oder es gibt die Möglichkeit, aus Liebe etwas zu tun. John Lennon hat das so formuliert. Und wir sind dann hingegangen und haben uns gesagt, ja, genau, irgendwo steckt ja in der DNA der Klinik SGM etwas, dass es viele Mitarbeitende gibt, die eben schon 30 Jahre da sind und mitmachen und diesen Wert hochhalten. Und wir beschäftigen uns im Moment gerade mit stärkenorientierter Führung, mit Werten. Was sind denn das für Werte, die uns antreiben? Und wo finden wir diese wieder? VIA ist ein Fragebogen. Es gibt aber auch viele andere Möglichkeiten, wo wir uns immer wieder überlegen und eben nicht von Angst getrieben werden wollen, sondern von dem, was uns tatsächlich motiviert. Was sind unsere Stärken? Wie gehen wir damit um? Wie finden wir in schwierigen Situationen Lösungen? Wir haben so in der Klinikleitung eine Analyse gemacht und geschaut, wie wir unterschiedlich funktionieren. Ich habe als erstes, eine meiner wichtigsten Stärken ist Einzelwahrnehmung. Das ist super gut als Psychiater, aber als CEO ist das verheerend, weil sie eine Vorgabe machen müssen und da in den Konflikt treten mit jedem einzelnen Mitarbeiter. Meine zweite Stärke ist Arrangeur. Gib mir irgendwas und ich versuche, was Spannendes draus zu machen oder ich versuche, irgendeinen Lösungsweg zu finden. Und ich habe ein Mitglied der Klinikleitung, der ist sehr nachhaltig und der ist sehr behutsam. Zu Beginn, als wir das nicht wussten, hatten wir große Konflikte, weil ich immer dachte, wie kommt jetzt der mit der alten Geschichte nach vorne. Wir müssen doch jetzt vorwärts machen. Und er hat gedacht, der Chef, der hat schon wieder eine neue Idee und nochmals eine neue Idee und nochmals eine neue Idee. Als wir das gewusst haben voneinander und das respektieren können, können wir das nun miteinander irgendwo in die Problemlösung mit hineinbringen und sagen, und wie gehen wir jetzt mit dieser Situation, mit dieser Variation um? Also die Komplexität der Welt oder die Komplexität der Anforderungen. Komplexe Systeme erfordern einen anpassungsfähigen, lebendigen Organismus und Predict und Control, wie es in vielen, vielen Branchen üblich ist, ist im Gesundheitswesen oder ist da eben aus unserer Sicht nicht möglich. Sonst geht hier eher um Wahrnehmen und Reagieren auf die Wahrnehmung, die wir haben. Vorgefertigte Schablonen, wie man Menschen reparieren muss, ist reduktionistisch, das funktioniert nicht. Wir müssen in Kontakt treten und darauf reagieren können. Also erkennen wir unsere Stärken, Werte und gehen wir auch damit um. Die Welt ist VUCA. So ein Schlagwort, wer kennt VUCA? VUCA steht für volatil, Schwankungen und Schnelllebigkeit, die wir in der modernen digitalisierten Welt jeden Tag erleben. Uncertain, Unsicherheit, also Unsicherheit, die erschwerte Unvorhersagbarkeit von Ereignissen. Complexity, Vielschichtigkeit und es eine große Anzahl von Einflussfaktoren gibt.
die sich gegenseitig beeinflussen. Und das schönste Wort ist eigentlich diese Ambiguität, diese Ambiguitätstoleranz. Mehrdeutigkeit, einfache und simple Zuschreibungen sind die Seltenheit. Deshalb steht eher das Warum und Wie im Vordergrund statt dem Was. Also je höher die Komplexität ist, umso weniger ist es möglich, mit klaren hierarchischen Strukturen oder eben klaren Algorithmen auf diese Herausforderungen einzugehen. Wir glauben daran, dass wir lebendige Organismen sind, dass wir irgendwo in einer Schwarmintelligenz unterwegs sind und damit Probleme lösen können, dass wir in einem Ökosystem sind und jeder seine Verantwortung darin tragen muss und mitmachen kann. Es gibt so Studien, die zeigen, was macht denn gut performende Teams schlussendlich aus. Hier diese Zusammenfassung, es geht um Sicherheit, um Verbindlichkeit, was wir miteinander abmachen, das ist so. Es geht aber auch um Transparenz, um den Austausch miteinander, um Struktur und Klarheit. Darum, dass die Arbeit sinnvoll ist und dass die Arbeit irgendwo auch einen Effekt zeigt. Dass das, was wir machen, dazu führt, dass es unseren Patienten tatsächlich besser geht. Da sind wir uns alle ziemlich einig. Und wenn wir das so für die Organisation von uns anschauen in Zukunft, dann haben wir es so zusammengestellt und wissen, dass wir das so tun wollen. Aber auf der anderen Seite steht der finanzielle Druck, oder? Wir sind in diesem Veränderungsprozess. Das braucht Zeit, auch das braucht Zeit, um mit Mitarbeitern zu sprechen und zu schauen, wie können wir diesen Weg gehen. Und das ist für uns im Moment eine große Herausforderung, wie wir mit den uns zur Verfügung gestellten Geldern diesen Weg beschreiten können. Aber ich glaube, wir sind daran. Wir sind als Klinik gemeinsam auf dem Weg. Wir sind Lernende und versuchen, weg von einer Angstkultur zu gehen, hin zu einer Kultur, wo Entwicklung und Inspiration möglich ist. Dafür braucht es Mut. Auch immer wieder zu zeigen, wie verletzlich man ist in dieser Situation. Wir haben so das Konsensorientierte bei uns in den Vordergrund gestellt und gesagt, wenn wir etwas Neues machen oder wenn wir ein Problem lösen, stellen wir uns zwei, drei wenige Fragen. Ist es genug sicher, um es auszuprobieren? Und ist es gut genug für jetzt? Und gibt es dagegen einen erheblich schwerwiegenden Einwand? Das ist dieses Konsensorientierte. So sind wir auf dem Weg, aber die Herausforderungen sind groß und das irgendwo auszuhalten und auch gegenüber einem Verwaltungsrat immer wieder zu argumentieren, es kommt, aber wir brauchen noch Zeit. Das ist echt mutig und anstrengend von uns allen, diesen Weg zu gehen. Aber ich glaube auch daran, dass es das braucht, um mit dieser beschränkten Allmende gute Arbeit, eben nicht im Sinne einer ökonomisch guten Arbeit, sondern effektiv einer guten Patientenarbeit machen zu können. Fragen.